MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2 hier oben auf Bergen oder in Bergen. Wir suchen direkt einen Ladungsmarkt, der uns Richtung Oslo bringt, dass wir ratzfatz durch Schweden durch sind und dann runter nach... Na, mal gucken mal, wo wir lang fahren. Am coolsten wäre es natürlich von Bergen nach Bergen. Ja, genau, das ist am sinnvollsten. Nämlich gar nicht sinnvoll. Was war das hier? Oslo. Ich möchte nach Oslo, bitte. Von Bergen nach Oslo. Wunderbar. Kokosnussöl. 15.884 Euro bringt uns das Ganze. So, sind wir mittlerweile ausgeschlafen? Oder müssen wir noch schlafen? Nein, müssen wir nicht mehr. Wir sind ausgeschlafen. Das ist gut. Ich habe bis gerade My Summer Car gespielt und wollte gerade schalten. Naja, passiert. Es hat das wieder so lange gedauert hier, dass die Straßen natürlich verstopft sind. Wir werden uns da jetzt einfach mal frecherweise reinquetschen. Vielen herzlichen Dank dafür. Er hat das als Unfall gezählt. Also er hatte die Scheinwerfer, also die... Das Warnsignal hatte er angemacht. Die Scheinwerfer. Die Blinkscheinwerfer, wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Also dieser Xenon-Mod, Leute, mega geil. Da sind sie wieder. Ihr verfolgt mich doch. Auf Schritt und Tritt. Manchmal denke ich das hier in der Stadt Aachen auch. Oh, ein Sportwagen. Den müssen wir hinterherfahren. Der fährt bestimmt irgendwann viel zu schnell. Du kannst fahren, komm. Die Straße ist einmal leer. Das ist selten, dass hier so viel Zeit frei ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, er hat angehalten. Vielen herzlichen Dank dafür, lieber Kollege. Er hat bestimmt die Problematik erkannt, dass ich schon seit Stunden da stehe. Der Bus hat sogar abgebremst. Ah ne, der wollte nur parken. So, hier vorne ist das Aufhebungsschild. Das bedeutet, wir können 80 fahren. Und ich bin wirklich begeistert von der Leistung des LKWs. Also dieser 500 PS Motor, den wir jetzt seit kurzem drin haben, arbeitet sehr sauber, sehr gut. Und auch das neue Dashboard gefällt mir sehr gut. Coole Sache. Lohnenswerte Neuerung. Es hat einer in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht meinem Teamkameraden, den ich ja... Also mein Mitarbeiter hier dem DAF gekauft habe, ob ich ihm den DAF nicht mal tunen möchte. Und da muss ich ehrlich sagen, momentan leider nicht, weil wir keine Kohlen dafür haben. Sonst würde ich dem Kollegen den geilsten DAF der Welt dahin setzen. Aber momentan haben wir leider nicht die finanziellen Mittel dazu. Sonst würde ich das natürlich sehr gerne tun. So, wir sind ja hier regelkonform, ne? Rechts vor links und der ganze Klararadatsch. Eigentlich habt ihr Vorfahrt. Ich möchte mich nicht darum streiten. Von daher fahre ich doch gerne. Oha. Was war das bitte? Seht ihr das? Oh. Habt ihr es gesehen? Ehrlich gesagt. Stand da gerade an dieser Position ein extrem langer Auflieger. Egal. Jetzt steht er da nicht mehr. Jetzt ist eh vorbei. Schade, es hätte klappen können. Ich war echt voller Zuversicht, dass er das trotzdem annehmen würde, aber leider nein. Aber egal,
Ist ja kein Problem. Okay. Er will Stress, aber kein Ding. Ich meine, wir parken nicht zum ersten Mal ein. Nur ich kann tatsächlich nur einparken, wenn ich mein Ziel auch rechts in der Scheibe sehe. Also wenn ich so gesehen wie jetzt hier rausgucken kann, dann bekomme ich das hin. Alles andere bekomme ich aus irgendeinem Grund nicht hin. Ich weiß aber auch nicht warum. So. Hier kommt ein richtig schicker Wagen jetzt gleich, also. Schon cool gemacht. Ein Waze roter Mustang. Okay, das dauert aber schon arg lang, würde ich behaupten. Ach, da vorne ist eine Lücke. Ich hoffe, er ist angehalten. Aber ich glaube schon. Zumindest kam kein Geräusch, dass ein Unfall passiert ist oder so. Von daher denke ich mal, er hat gebremst. Schon wieder. Ich sag's euch, Leute. Die verfolgen uns ohne Spaß. Wir können mal in dieser Folge die Polizei zählen, ja? Also es waren jetzt 2 Cops. Insgesamt. Bis jetzt. Ich bin gespannt, wie viele hier noch sind. 100% mehr. 100 pro. Oh, die Last ist was schwerer. Wir kommen ja kaum vorwärts. Wie viel? 23 Tonnen, okay, gut. Dann darf er auch ein bisschen kümmern. Er kommt ja kaum hier aus den Füßen gerade. Da spielt jemand Formel 1 2018. Da warte ich noch ein bisschen mit, bis die Lags wirklich komplett behoben sind, weil es nervt an der Zeit. Und auf nervige Lags habe ich keinen Bock und das Rennen soll gut laufen und von daher werde ich da noch warten. Seid mir bitte nicht böse, Leute. Ja. So, Tempomat steht auf 80 km/h. Wir kommen nicht mehr allzu weit mit dem Sprit. Also 265 Kilometer kommen wir, glaube ich, noch, oder? Ja. Der Spritverbrauch ist wieder auf 40 Liter angestiegen pro 100. Der 500 PS Motor ist zwar leistungsstark, verbraucht aber deutlich mehr. Was heißt deutlich? Wir waren vorher 39,9, aber sind auch nie mehr auf die 40 Liter hochgekommen. Und jetzt plötzlich haben wir dann doch wieder die 40 Liter erreicht, was schon sehr schade ist, meiner Meinung nach. Doch, wen haben wir denn da vor uns? Kollege Hinz und Kunz, oder was? Bloß nicht 70 fahren, könnte gefährlich sein. Gib Gummi. Ich habe keinen Bock, gleich dich überholen zu müssen mit 70 km/h. Leute, ich bin müde. Ich bin nicht nur müde, ich bin sowas von im Arsch. Momentan so viel auf Arbeit zu tun. Und wenig Schlaf, viel Arbeit. Ja, es ist anstrengend, muss man sagen. Aber ich will auch zocken, wisst ihr, das ist der Zwiespalt. Der Kreislauf des Lebens. Achso, das habe ich, glaube ich, eben im My Summer Car gefragt. Ich möchte es gerne auch nochmal hier fragen. Habt ihr eigentlich noch Bock auf Carlogs? Also wenn man so eine Fahrt gemacht hat oder so, einfach mal aufnehmen, ein bisschen unterhalten. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare und Carlog wird wiedergeboren, weil ich fand es immer ganz cool.
es hat auch Spaß gemacht. Von daher denke ich mal, würde es auch euch Spaß machen. Wie oft wollen die noch erwähnen, dass 70 km/h ist? Es ist okay, ich glaube es euch. Sehr gut. Hier sind es keine mehr, hier sind jetzt 80. Perfekt. Na, zählt das auch als Polizeisichtung? Dann sind es 3. Bin mir noch nicht sicher. Bevor ich überhaupt 80 erreiche, ist schon wieder 50, ne? Das ist diskriminierend hier. Niedriger Tankfüllstand, wir haben jetzt erreicht. Wir haben noch 87 Liter und die reichen für 205 Kilometer. Und wir müssen noch fahren 475 Kilometer. Schaffen wir also nicht. Das heißt, nächste Tankmöglichkeit müssen wir wahrnehmen, weil sonst stehen wir still. Das war ganz schön knapp. Ich habe kurz die Luft anhalten müssen. Ich habe jetzt echt gedacht, so scheiße, wir nehmen den Kreisverkehr komplett mit. Aber nicht passiert. Wir dürfen wieder eine Aussicht genießen, denke ich, hier oben in Bergen, oben in Skandinavien. Und tatsächlich tun wir das. Unfassbar. Schade, dass es so langsam dämmert, aber trotzdem, das Bild ist episch. Schön mit dem LKW hier, das sieht schon sehr geil aus. Wir dürfen übrigens 80 fahren, fällt mir ein. Wobei ich glaube, hier ist wieder 70, ja. Noch langsamer 60, ja, war klar. Ist ja okay. Standard hier in den Tunneln, von daher mache ich mir da nichts mehr draus. Komm schon, Menschenskinder. Ich bin echt froh, dass wir in Aachen wohnen. Ich meine, Aachen ist echt ein Kaff geworden. Ein Studentenkaff. Es leben in Aachen irgendwie mehr Studenten als Hunde. Und es geht nicht. Hunde müssen die Überhand haben. Hunde sind süßer als Studenten. Aber der Gag ist, Studenten, jetzt ist, glaube ich, langsam wieder Erstsemester und die gehen ja dann immer feiern. Ich weiß nicht, warum die saufen gehen. 80% von denen stürzen eh wieder ab. Also nicht abstürzenmäßig Thema Saufen, sondern abstürzenmäßig das Studium nicht schaffen. Sehr schön hier wieder zu sehen, dieses Überholmanöver auf der linken Seite. Glückt aber zum ersten Mal. Also die letzten haben die KI-Leute echt verkackt. Das ist das erste Überholmanöver, was ich persönlich sehe, was funktioniert hat. Da kann man mal klatschen. So, und wieder auf die Straße konzentrieren. So, und jetzt überholen wir ihn ja schon fast, wenn kein Gegenverkehr da wäre. Er wird langsamer und langsamer. Sehr schön. Wir tun uns gerade nichts von der Geschwindigkeit, aber wir können mal in den Innenraum reinschauen und sehen, dass die gar nicht so undetailliert sind. Also Details haben sie schon, aber jetzt nicht die Mega-Details schlechthin, sondern es wurde darauf geachtet, dass wenn man hinter einem fährt, dass man da reingucken kann und dann sieht man auch einiges. So. Mutig, mutig, aber bringt mir nichts, weil rot. Weil grün. So wird das gemacht, Leute. So und nicht anders. Perfekt, oder?
Das ist Können. Das kann man eben nach Jahren ETS-2-Erfahrung. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. Boah, das schwankt aber ordentlich nach rechts und links. Also 80 km/h in diesen Kurven ist schon Limit. So 88 Kilometer kommen wir noch, weil wir auch die ganze Zeit bergauf fahren. Wir werden jetzt hier vorne mal tanken, um das Problem zu beheben. Dauert es ein bisschen. Wir waren schon auf Reserve, jetzt haben wir schon mal wieder genug. Wo ich sagen muss, 1,56 Dieselpreis ist sehr hoch hier oben. Ist aber okay, 887 Euro. Haben wir schon schlechtere Preise bezahlt. Und der Kollege hier mit seinem Reisebus musste auch parken. Es macht schon Spaß, hier oben zu fahren. Auch die Gegend ist wunderschön. Man hat halt immer mal... Da unten ist wieder ein Bergsee. Also man kann sich wirklich umschauen, ohne sagen zu müssen, oh, hier ist es aber hässlich. ETS 2 ist nun mal nicht das neueste Spiel, aber es gibt Gegenden, wo man sieht, dass es schon sehr alt ist. Habe ich mich verschluckt. Und verschlucken tut man sich ja meistens in den Situationen, wo man auch nichts zu trinken hat. Und tatsächlich stimmt das wieder. Das ist wie so ein Gesetz. Du hast dich verschluckt, aber du hast nichts zu trinken in deiner Nähe. So, der Tempomat ist auf 80 km/h gestellt. Die Automatik ist nicht das Optimale, muss ich sagen. Also ein niedrigerer Gang wäre jetzt schon empfehlenswert, dadurch, dass man dann einfach weiterkommt. Gut. Wir verbrauchen hier oben auch deutlich mehr Sprit. Wir sind jetzt bei 40,3 Litern Verbrauch. Polizei Nummer 4. In einer Folge 4 Polizeiwagen. Ihr könnt ja mal erzählen, was ihr so in 20 Minuten zusammenfindet. So, wir werden jetzt hier hoffentlich gesund dran vorbeikommen. Oh mein Gott, ich habe so eine Angst, Leute, weil der LKW, der dann kommen würde, der wäre schnell. Okay, ist gut gegangen. Ich glaube, der Kollege musste bremsen, das ist mir aber auch ziemlich egal. Vielleicht hat er das automatische Bremssystem drin. Ihr habt nichts gesehen. Alles ist okay, alles ist cool. Das passiert mir immer. Das passiert mir tatsächlich immer. Boah. Das war aber gerade schon sehr krass. Also da fehlte vielleicht noch ein Stück nach rechts lenken und dann wäre... nach links lenken und dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätten wir die Zwiebeln von unten wachsen sehen können, auf gut Deutsch gesagt. Dann wären wir nämlich tot. Realistischerweise wären wir nämlich den Abhang runtergeknallt. Ich glaube, zum Glück geht das hier nicht, aber wenn es gehen würde, lägen wir dann ziemlich weit unten. Schöner Parkplatz hier oben übrigens. Kann ich jedem empfehlen, der mal parken möchte und die Aussicht genießen möchte. Hier, perfekter Parkplatz dafür. Nein, 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 nein. Polizeiauto Nummer 4. Vier Polizeiautos, Leute. Oder war das jetzt schon 5? Jetzt bin ich echt verwirrt. Und ich zähle auch die Cops, die am Rand stehen, weil die geben einen auch, glaube ich, einen Strafzettel, wenn man zu flott ist. Und das zählt. Jedes Arschloch, was uns einen Strafzettel geben kann, zählt.
ich meine, Polizei ist echt wichtig, ja. Also ich beneide auch niemanden um diesen Job, definitiv. Also es ist ein harter Job. Und ich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum Frauen ihn ausüben dürfen, weil ich finde, Frauen sind fehl am Platz da. Nichts gegen Frauen, aber das ist halt tatsächlich ein Beruf, der schon knallhart ist. Und der nächste. Ich könnte ja so einen Counter einbauen, wo ich dann immer drauf drücke, aber dazu bin ich leider technisch nicht begabt. Auch wie so ganz viele YouTuber immer so coole Montagen machen von ihren Games und so, da bin ich zu blöd für, Leute, echt. Also da ist Videobearbeitung gleich null bei mir. Ich kann ein bisschen verfeinern, das Bild verschönern, meine Stimme bearbeiten und so, oder mal was wegschneiden, das kriege ich hin. Aber alles andere, fragt mich da lieber nicht. Hier wird alles langsam. Was ist denn los hier? Menschenskinder. Ist ja grausam. Es war wieder auf zwei Reifen. Ich habe richtig gemerkt am Lenkrad, wie leichtgängig vor allem die Lenkung wurde. Meine Güte, man kann es übertreiben. Wir sind Offroad gefahren bei Scania Truck Driver Simulator und das hier ist ja ein Klacks dagegen. Das ist ja Kindergarten. Ist das. Zum Glück geht das Ganze bergab und nicht bergauf. So Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns aber im nächsten Part wieder. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen und bis dahin Leute, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen. Ich halte mal hier am Rand an. Die ist eigentlich ganz okay und sauber und sicher. Bis dahin bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.